Julian, so wird es nichts, wir müssen schneller laufen. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 mit dem Julian. Was geht? Wir machen heute einen Fließerüberfall. Also eine Mission halt. Wir machen den ersten Heist. Meine ich doch, habe ich doch gesagt. Was hat der Infernus da oben gemacht? Fährt rückwärts gegen die Garage. Ja, ich dachte auch gerade was. Was machen wir jetzt? Welches Auto haben wir? Oh, gar keins. Ausnahmsweise. Oh, krass. Jetzt, wir haben voll das talentierte GPS, ne? Mhm. Gucken wir uns mal den Kuruma hier von innen an. Standardausstattung. Standardausstattung. Julian, jetzt machst du mal die Heizung ein bisschen kühler. Mach mal die Heizung kühler. Ja, nee, ist klar. 31 Grad muss. Das Ding dreht einfach gerade mega hoch, macht die Heizung kühler, sonst explodiert es noch. Wahrscheinlich guckst du gerade so auf den Tacho und nicht auf die Heizung. Nein, ich habe auf das Heizding geguckt. Es ist nichts passiert. Bitte nein. Gehen Sie weg. Einen Moment, bitte. Immerhin geht die Hupe. Nicht wie beim letzten Mal. Boah, ich schick dir das Hackerprogramm. Wenn du im Auto bist, aktivier. Okay. Hallo, ich bin. Ich kann nicht raus. Julia. Ah, okay. Nee, nicht. Guck nicht über dein Fenster. Über mein. Julian? Nein. Sind das zwei Einschusslöcher? Nein, eins. Das sind zwei Nieten, oder? Ja, natürlich. Okay, wir müssen jetzt was hacken. So hackt man auch in Real Life. Also für jeden, der noch nie gehackt hat, guckt es euch an, macht es so. Probiert es vielleicht nicht bei der Bank aus, das könnte ruft beim ersten an. Mal kritisch enden. Ja. Übt erstmal bei kleinen Konten. PayPal. So, aber bei Privatpersonen. Einfach in dem Restaurant deines Vertrauens das Kartenlesegerät klauen und deiner Mutter hier zu Hause Geld abziehen. Es war so, Mom, hier mein Taschengeld. Piep. Wieso wurden 2 Millionen auf dein Konto überwiesen? Taschengeld also. Ich hab gerade aufs Ende geguckt, falsche Seite. Hoppala. Was war das? Also, Julian, was hast du angestellt? Wenn die Mission extra Punkt kriegt für keinen Kratzer, dann haben wir jetzt schon verkackt. Na super. War mir aber irgendwie. Also wie gesagt, an meine Leute, die das Video hier schauen, ich werde euch Axels Version verlinken. Der macht ja ein bisschen mehr dieser Mission. Er hackt, er macht den Bohrer und ich mach nur den listigen Fahrer. Ich hacke seit 4 Minuten. Ich fahr Hütchen um, ja. Ich fahre Hütchen, oh Mann! Ah, achso, ja, die sind cool. Und Motorradfahrer. Die schön geparkt. So, wir sind da. Ich habe jetzt endlich mal fertig gerickt, First Try zu hacken. Und trotzdem hat es so lange gedauert. Dann Bremsleistung, Brembo-Bremse drin. Okay. Brembo-Bremsen. Okay, wir haben es freigeschaltet. Kling! Von welcher Bohrer? Da war nicht mal ein Bohrer. Hey, Maske auf! Oh Mann, ich arbeite doch immer wieder mit Profis. Ich komme nicht raus! Ah, jetzt. Ich renn direkt hinter. Mach Kameras aus. Nee, nee. Ah, ich hab Bohrer gefunden. So, wir müssen jetzt ein Schließfach aufbrechen und irgendwie eine Akte oder sowas wollen oder Koks oder was auch immer. Ja, mach das. So, wir müssen jetzt gucken, dass der Bohrer nicht überhitzt und wir trotzdem durchbohren. Noch gar nicht nervig im Hintergrund. Tut mir leid für die Bauarbeitergeräusche, aber ich muss ja gerade was bohren. Bauarbeitergeräusche. Ah, heiß. Ich mach wieder nur Bullshit, wie man. Ja, ich komme über tiefer rein. Ich bin durch. Aber schnell, Axel, willst du darüber reden? Nein, passt schon. Ich kann dir helfen. Okay, wir haben's. Wir haben das, was wir brauchen. Weed. Lol. Warum ist das Auto so demoliert? Tuning. Ach, das ist, Tuning. Okay. Tuning. 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 Tuning.
Tuning. Die Folge geht gerade mal 6 Minuten, wir sind derm gut. Was war das gerade? Deutsch oder Englisch oder beides? Ich weiß es nicht. Deutsch und Cabana. Verteilen wir ein paar Headshots. Oh, warte, ich nehme die Mini-OP, die so. Hä? Ich kann nicht. Die Mini-OP. Ja, die Mini-OP. Scheiße, nicht schon wieder. Na, passt. Was war das? Julian? Ja, so heiße ich. Gelegentlich mal. So, hier ist unsere Abholmöglichkeit. Ein magnetischer Hubschrappschrapp. Los, Hubschrappschrapp, hol uns ab. Julian, du machst das falsch, du musst hier anhalten. Double Headshot. Okay. Ja, tu das Auto da hoch magnetisieren. Komm, 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 komm. Jetzt troll doch nicht den Heli. Natürlich nicht, ich mach grad gar nichts. Das ist der Magnet, ich lenk grad nicht. Ich mach nicht. Hä, echt jetzt? Was? Ich mach nichts! Was? Ich hab grad echt nichts gemacht! Nein, scheiße, scheiße, es wird knapp. Oh Mann. Okay, wir haben es erfolgreich hingekriegt. Julian, die Folge geht nur 8 Minuten. Das ist egal, wir haben es hingekriegt. Easy. Ja, nice. First try. Dafür müsste es eigentlich auch ein Achievement geben. Achievement. Lester! Ja. Hier dein. Was auch immer. Die DHL-Bestellung. Ach nein, warte. DHL-Pakete würden ja nicht ankommen. Mossen. Danke. Raubüberfall bestanden. Gold, Platin. Nee, ich hab Gold! Du hast die Fließer und Pacific Standardüberfälle als Raubüberfälle. Na, freust du dich über deine 100.000? Oh yeah. Elite-Herausforderung. Nein! Als ob man das in 5 Minuten schaffen kann. Wie? Wir waren übel schnell. Niemand wird erledigt. Nice. Und weniger als 6% Schaden, das war eigentlich unmöglich, weil wir vorher schon den Überschlag des Todes gemacht haben, aber trotzdem haben wir es geschafft. Und Level 96. Japaner Punkte 15. Immer noch Level 42. Ich nähere mich den Legit 100, Alter. Ich nähere mich dem Widescreen. Oh, der Bar. Apachenpapp. Abgeschossen. Abgeschlossen. Irgendwoher kenne ich den Club. Mission. Dann komm mal mit, Axel. Ja, warte, ich muss mein Geld einzahlen. Steige ich gerade bei dir ein? Ich sehe gerade nichts. Ja. Wieso ist denn das? Wieso ist mein Internet eine Milchverpackung? Julian. Was? Mein Internet war gerade eine Milchverpackung. Dann komm mal mit nach oben. Ja. Die Wohnung kennst du noch nicht. Okay, machen wir eine Roomtour bei Julians neuer Wohnung. So 1,33395. Ja, ich kann zählen. Hä, wieso ist denn meine Maus ausgegangen? Ach ja. Der Fernseher ist auch gar nicht OP groß oder so. Wie geil ist das denn? Gönn dir den fetten Obst. Fernseher, Digga. Grüner Saft. Axel, gönn dir den Fernseher. Das ist ein Feuer, oder? Oh, alter Schwede. Wie viel Zoll hat der? 2 Millionen? Ja. Alter, ist ja geil. Von Samsung. Von Samsung. Von Samsung. Stimmt. Oh ja, oh, krass, Mann. Ein Stuhl. Ich kann mich Serie nicht auf deinen ever. Stuhl setzen. Krasseste Serie ever, Alter. Alles klar. Julian. Okay, der Fernseher ist von Schmidt und Priss. Julian. Ja. Oh lol. Weißt du, ob unten in einer Bong Wasser drin ist? Ja. Ist drin, gell? Ja. Weil unsere Deutschlehrerin bzw. Biolehrerin glaubt uns das nicht, dass da Wasser drin ist. Es ist doch zum Filtern da, eine, oder? Es ist eine Wasserpfeife. Ja, eben. Eine Bong ist eine Wasserpfeife. Oh, lol, ein Jacuzzi. Oh, krass. Shampoo. Oh, krass, ein Jacuzzi. Oh, krass, Shampoo. Oh, lol, ein Jacuzzi. Oh, krass, Shampoo. Oh, du hast einen Balkon. Aua. Na, vergiss es.
Ey, so ein Teil habe ich in meinem Zimmer stehen, Digga. Ich muss jetzt mal ein Bild davon einblenden. Stethoskop. Na gut, aber ich glaube, das war's dann auch für die Folge, ne? Jo. Warte, was mache ich jetzt als Endscreen rein? Eine normale Verabschiedung? Ja, langweilig. Ich muss jetzt hier eine Scheiße zusammencutten. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, ne? Okay! Du hast sie. Was war das? Du hast sie zu Tode gewonnen, da. What are those? Okay. Okay, das war der Endscreen. Jo, man sieht sich in der nächsten Folge. Ja. Überlasse Axel das letzte Wort. Dies Netz. So Leute, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Folge GTA 5 gefallen hat. Wenn ja, lasst doch ein Like nach oben. Ein Like nach oben. Ein Like nach oben und ein Abo. Ubelz. Geh da weg. Voll, hatte wir rollt. Möchtest du noch was sagen? Beweisvernichtung. Oh, ein Krankenwagen. Wirklich, dein letztes Wort ist Beweisvernichtung. Oh, ein Krankenwagen. Okay. Julian, ich wurde angefahren. Ich muss jetzt gerade. Du musst mich ins Krankenhaus fahren, ich wurde angefahren. Hey, warte, da. Steig ein, da kommt die Beule. Hä, wo? Hinter mir. Ah? Siehst du jetzt auch. Ich hab keinen Stand. Oh Mann, jetzt hab ich einen Stand gekriegt. Julian, das ist der eindeutige Beweis, dass du ein Vogel bist. Boss! Du meintest, ich soll auf die Brücke fahren.